Hey Leute, hier ist Max, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist ein weiterer Tag in Dänemark und schaut mal, wie es hier aussieht. Und da ist Chrissy. Cool Pulli hast du da an übrigens. Gerne. Paterlock. Orangener Pulli, schwarze Hose und schwarze Socken. Orangener Pulli, schwarze Hose, schwarze Socken. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen aufräumen, aber ein bisschen. Und das Bett muss irgendwie zurück, da helfe ich dir mal am besten. Und schieben. Perfekt. Ja, ich glaube, jetzt sieht das hier schon ein bisschen besser aus. Außer der Teil vom Zimmer. Ich meine, was ist das alles? Motten, Klamotten, Klamotten. Wenn der Stecker nicht mal gut aussieht, ne? Aber hey, der passt. Und wieder mal Zähne putzen. Wie soll man das wegbekommen hier? Einfach alles einpacken. Müde. Ich glaube, hier unten ist auch volles Aufräumprogramm, oder? Oh Gott. Aber es sieht schon echt gut aus. Guten Morgen übrigens. Guten Morgen. Hä, Ash? Schläfst du noch? Wie alles so komplett sauber? Da kommt Ash auf einmal noch in sein Bett. Schläfst du noch? Bist du müde? Mhm. Ich dachte, hier wären schon alle wach irgendwie. Hä? Muss kassieren. Wo soll man hier denn anfangen? Gott. Wollen wir mal zuerst das zusammenlegen, damit es dann auch wieder in den Koffer reinpasst? Mach ich das mal. Voll geordnetes Chaos. Legen wir das Ganze einmal zusammen und fertig. Irgendwie liegen auch überall Socken von mir rum. Zack. Heizung auf null. Badehose muss ja auch. Sorry, auch mit. Dieser ganze Kabelsalat hier muss auch noch eingepackt werden. Hier ist ja überall irgendwas an Koffern. Das brauche ich hier. Und das brauche ich hier. Das brauche ich hier. Das ist meine Zahnbürste. Einmal die Haare bitte. Dann würde das Zimmer endlich mal gut riechen. Wir saugen gleich auch noch durch. Und alles, was jetzt hier noch so rumliegt, außer das und der Kamm und das Portemonnaie ist meins. Wir müssen das Haus hier um 10 Uhr verlassen. Ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt ist. Ich glaube, Christi guckt da. Und es ist 7:45 Uhr. So früh. Wir sind echt viel zu früh aufgestanden. Wir sind um 7:15 Uhr aufgestanden. Wir sind einfach viel zu früh dran. Was ist das? Ich hoffe ja, dass überhaupt alles, was ich jetzt hier noch habe, in meinen Koffer auch reinpasst. Also hierher bekommen habe ich es auf jeden Fall. Aber ob ich es zurückbekomme, ist eine andere Sache. Ich vielleicht, aber das muss ich beim Hinfahren schon. Vielen Dank für die Unterstützung. Danke. Eigentlich wollte ich das machen, aber ich meine, wenn du das schon machst, ist alles so unordentlich drin. So gut wie alles rausgeräumt. Oh. Ich glaube, alles ist drin. Das heißt, es kann einmal zugemacht werden. Das sieht sehr ordentlich aus, passt es. Oh, und das ist schon mal fertig. Haben wir gut gemacht. Ja. Jetzt kommt nur noch der Koffer dran. Dum, dum, dum. Muss hier irgendwie alles reinpassen. Erstmal alles ordentlich zusammenlegen. Ich habe ja so ein paar Sachen Mama zur Wäsche gegeben. Das heißt, die müssen nicht mal in den Koffer rein. Also sollte hoffentlich alles da reinpassen. Ich habe alles eingepackt und das ist aber viel weniger als erwartet. Hier ist doch alles noch voll viel Platz. Also ich hätte doch doppelt so viel mitnehmen können. Fertig. Und jetzt wird Staub gewischt. Ich soll Staub wischen. Fangen wir mal hier an. Das macht auch riesen Spaß. Da war auch so viel Staub vorher. Hier kann auch noch mal wischen. Oh, das Portemonnaie sollte jetzt weg. Aua. Ich hab mich gestoßen. So. Oh, Stauballergie? Oh, hier ist wohl Staub. Uhr. Oh, meine Uhr. Oh. Bringe ich die ganzen Sachen nach unten. Prank. Okay. Musste sein. Oh nö, ich muss zweimal gehen. Wo wollen wir hin? Ach, das Auto. Jetzt einmal Krisiskoffer nach unten. Das ist irgendwie schwerer. Jetzt muss es alles natürlich nur ins Auto rein und ich muss da mehr holen. Boah, was ist das für eine große Tasche, ey. Kann ich dir irgendwie helfen? Okay. Ich kann also doch helfen. Ich glaube, die Jacke, oh, hätte ich fast vergessen. Oh mein Gott. Es wäre noch was geworden, hätte ich meine Jacke hier vergessen, ey. Aber zum Glück habe ich noch dran gedacht. Hier sieht auch eigentlich alles fertig aus. So, hier alles fertig, fertig. Und wie sieht's hier aus? Alle immer noch im Handy. Immer im Handy hier, geht ja gar nicht. Und ich bin schon wieder gegen diese Lampe gelaufen. Ach, da haben wir den Schal fast vergessen. Aber jetzt müssen wir erstmal draußen zum Auto. Und da steht Papa schon. Wir sind jetzt hier im Auto und ich habe mir Chris die Schal geklaut. Ja. Und es geht jetzt langsam mal zurück. Nach Hause. Und es ist kalt hier drin. Ja. Und jetzt frühstücken wir erstmal. Genau. Gibt's Jordbeerkage und Kai-Kage. Hä? Kieler Nachrichten gibt's ja auch. Jetzt muss man auch noch eine Nummer ziehen, damit man drankommt. Ja. Habe ich ja noch nie irgendwo gesehen. Und unser Frühstück ist da. Ganz gespannter Blick. Ich bin müde. Ich muss sagen, ich bin aber auch echt müde. Was ist denn hier so viel Stau die ganze Zeit? Boah. Wir sind zu Hause. Also, noch nicht ganz. Jetzt muss erstmal alles wieder ins Haus geschleppt werden. Aus dem Auto raus, sonst liegt hier ist total komisch. Oh Gott, wir sehen uns, wenn wir drin sind. Jo, kommt mal nach Hause und geht erstmal direkt die Sirene an. Oh, das ist ein Hummel. Hier fliegen schon Hummeln rum. Da fliegen einfach Hummeln und es ist verdammt warm hier. Ich bin in meinem Zimmer drin. Oh mein Gott. Wie lange war ich denn nicht mehr jetzt hier? Und jetzt muss ich alle Klamotten einräumen. Oh. Und erstmal wieder mich hier in meinem Zimmer einleben. Und übrigens am 14.04., das ist schon jetzt nächsten Samstag, ist von 15 bis 18 Uhr ein Fantreffen von mir im Adidas Store im Sophia
Friedhof in Kiel. Also schaut da alle vorbei. Es gibt auch mega coole Klamotten dort zu holen. Schaut alle vorbei. Zum Glück habe ich es, bevor ich losgefahren bin, einmal alles komplett aufgeräumt. Muss ich das schon mal nicht mehr machen. Christian hat übrigens jetzt bei ihr zu Hause abgeliefert. Und das ist das Ende von Dänemark. Okay, jetzt sind wir zu Hause. Und das hat auch ein Ende. Nein. Das war voll cool da. Sie ist jetzt halt auch zu Hause. Und jetzt bin ich hier. Und ich würde sagen, das war es jetzt hier von mir und diesem Video. Ich würde sagen, vergesst nicht, hier neben den Kanal zu abonnieren, bei Christian vorbeizuschauen. Und der hat nämlich einen eigenen Kanal jetzt. Und hier links und rechts gibt es noch zwei weitere Videos. Schaut die gerne an. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Max und ciao.